Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Let's Play Minecraft heute in Folge 696, kann das sein? Ja, ne, kann sein. Heute mit dem neuen Texture-Pack, ihr habt es gerade schon gesehen, das LBPR Reload nennt sich das Ganze, also LBPR ist das Pack. Weiß jetzt nicht, wofür das steht, ehrlich gesagt. Das wurde mir vom lieben Holy Diver empfohlen. Schöne Grüße an der Stelle. Ein langjähriger Let's Play-Kollege von mir, den ich schon seit, boah, ich weiß gar nicht, wie lange kenne. Aber seit ewigen Zeiten. Und das hier ist ja sehr interessant. Das sieht aus, als wären die Fackeln so in den Stein reingeschlagen. Sehr, sehr interessant. Und natürlich das Totem ist auch wunderschön. Einfach so ein Wolf oder so. Interessantes Pack, auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Ach, guck mal hier, die Elytra. Ja. Wie sieht das aus, wenn man die anzieht? Als wäre Batman, ey. Sieht voll nach Fledermausflügeln aus. Ja, cool auf jeden Fall. Da macht man den Phantom ja definitiv Konkurrenz da draußen, ne? Kann man ja mal so sagen. Nice, nice, nice. Auch die Türen gefallen mir gut. Also, ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr hübsches Texture Pack. Wir probieren jetzt noch ein bisschen Texture Packs aus, bis wir bei Folge. Oh, auch der Parrot hier, der Papagei, sieht sehr schön aus. Wir probieren jetzt noch ein bisschen Texture Packs aus, bis wir dann bei Folge 700 sind. Dann gibt es ein specialiges Special, worauf ich mich schon sehr freue. Ui, was sind das? Ach, guck mal, hier so Wurzeln von unterhalb der Erde. Ist ja auch sehr interessant. Wow. Also, hier wurde ja an alles gedacht, ich merke das schon. Sehr interessant. So, ja, lieben Dank, lieber Holy Diver. Wir haben jetzt auch Texture Packs tatsächlich. Ach, guck mal hier, die Treppen sehen auch interessant aus. Weiß ich jetzt nicht, ob die mir so gut gefallen, aber sie sehen interessant aus, immerhin. So, und was war das hier? Das war die Zugstrecke Richtung Bettlakenhausen, ne? War das ja. So, das hier sieht jetzt auch sehr interessant aus. Und auch immer ein kritischer Punkt. Okay, die Golems sehen schon mal default aus. Aber wie sehen die Dorfbewohner aus? Das ist auch immer ein kritischer Punkt. Ah, oh Gott. Ich weiß ja nicht so genau, was ich davon halten soll. Naja, gut. Wir lassen das mal so stehen. Ihr könnt es ja dann entscheiden. Wie gesagt, kommt dann noch ein großes Voting vor Folge 700. Und dann dürft ihr das Ganze voten. Dann kommt nochmal ein extra Video, glaube ich, werde ich dann zusammenschnibbeln. So, was wollte ich hier machen? Knochenmehl. Ah ja. Was wollte ich mit dem Knochenmehl genau? Ich weiß es nicht mehr. Ja, also das hier passt soweit. Wir bräuchten eigentlich eine Schere. Eine Schere wäre super. Und vielleicht auch nochmal etwas Redstone, dass wir den Trank der Feuerresistenz mal für den Notfall noch mal so ein bisschen vergrößern können. Hier auch diese Custom-Kakteen. Das haben wir ja schon mal bei einem anderen Pack gesehen. Oh, das Obsidian sieht ja edel aus. Sehr hübsch, sehr hübsch. Also allgemein, ach so, warte mal. Allgemein ist das hier ein Resource-Pack, was sich durchaus sehen lassen kann, muss man sagen. So, auch die Tür sehr schön. So, was soll ich jetzt machen? Erstmal tatsächlich die Sichtweite wieder ein bisschen runter. Denn diese sehr hübschen Texture Packs haben irgendwie oft das Problem, dass sie nicht gut laufen. Auch mit geringerer Sichtweite geht es so, was die FPS angeht. Das ist tatsächlich nicht so super puper, sag ich mal. Aber gut. So, eine Schere wollte ich noch mitnehmen. Eine Schere. Jetzt muss ich mal genau hingucken, weil ich die Schere im Zweifel gar nicht erkennen würde. Aber wir haben hier gar keine drin, wie es aussieht. Nee. Keine Schere, also basteln wir uns eine Schere. Eins, zwei. Das geht ja schnell. So. Okay. Und dann gehen wir mal wieder hoch. Und gucken uns das Ganze nochmal an. Ja, mit der Rüstung muss ich mal gucken, dass wir die einigermaßen zusammengefixt bekommen. Das wäre ganz schön. Ja, das hier sieht natürlich auch katastrophal aus. Muss man sich auch nochmal überlegen,
wie wir damit umgehen. So, und jetzt müsste ja eigentlich, wenn wir jetzt hier mit der Schere an die vollen Bienennester gehen, dann müssten eigentlich Bienenwaben rauskommen, glaube ich, heißt das Ganze. Und das Gute ist, ich brauche die Sichtweite wieder höher, es ist ja. Man ist ja schon ein bisschen was gewohnt, ne? Wir können ja mal die FPS begrenzen auf 60. Vielleicht hilft das ja was. So. Und das Ding ist, dadurch, dass wir jetzt hier die Lagerfeuer haben, werden die Bienen durch den Rauch so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen betäubt. Genau, sodass wir das Ganze also einfach so pflücken können. Hier haben wir das Zeug. Honigwabe, so nennt sich das. So, mit den Honigwaben, das ist ganz praktisch. Ups. Können wir jetzt, und das machen wir auch direkt mal, können wir jetzt neue Bienenstöcke erstellen. Ja, also das sind keine richtigen Bienennester, sondern das sind selbstgemachte Bienennester sozusagen, also Bienenstöcke. Wie man sie vom Imker oder so kennt. Boah, und die FPS sind gerade nicht mein Freund. Also das hat leider nichts gebracht. Ja, ach komm, wir lassen es mal so. So, und zwar, da brauchen wir Holzbretter. Holzbretter brauchen wir dafür. Und das geht so. Oben Holzbretter, unten Holzbretter. Und da machen wir gleich zwei davon. Und in der Mitte kommen die Waben rein. Dann haben wir hier die Bienenstöcke. Also so ungefähr sehen die dann aus. Und das Gute ist mit diesen Bienenstöcken, da können wir jetzt praktisch die Bienen fortpflanzen. Also können noch mehr Bienen drin wohnen. Und ich nehme gleich mal Blumen mit, wenn wir schon dabei sind. Dann können wir nämlich die Bienen tatsächlich fortpflanzen. Hier haben wir ja 12 Mohn, das ist gut. Dann können wir die Bienen nämlich fortpflanzen. Und dann können wir das Honigwachstum hier können wir dann hochskalieren, wie es so schön heißt, ne? So, das machen wir auch direkt mal. Oh, da ist schon eine Biene unterwegs. Müssen wir nur aufpassen, dass die uns nicht irgendwann mal rausfliegen. Das wäre sehr doof. So, hier haben wir jetzt die Bienenstöcke. Die sehen natürlich ein bisschen anders aus. So, eine Biene haben wir jetzt hier. Wir bräuchten aber mal noch eine Biene. Hallo Biene. Es ist schön, dass du da bist. So, die hat jetzt Herzen, aber die hat halt niemanden hier. Es gab doch noch eine Biene, oder nicht? Ups. Tropft schon ganz vor lauter Honig. Und die Beine erinnern mich gerade so ein bisschen an den Gast, um ehrlich zu sein, was die Bienen nicht süßer macht. Aber hier müssen auch noch mehr Bienen drin sein, oder? Es sind nur jetzt nicht nur zwei Bienen. Nur eine Biene. Glück und hier mal Behutsamkeit. Tja. Schwierige Sache. So, die ist jetzt wieder rein, okay. Dann gucken wir doch mal, ob da jetzt noch mal eine neue rauskommt. Ein neues Binge. Und ich muss sagen, mir geht ja nach wie vor das Herz auf, wenn ich hier im Hintergrund diese alte Weltengenerierung sehe aus den alten, alten Minecraft-Versionen, als es noch keine Biome gab. Wir haben ja hier das Let's Play gestartet in der Version 1.4, war das, glaube ich, damals. Wenn ich mich nicht täusche, irgendwie sowas, was ganz, ganz frühes. Und das war natürlich schon cool. Also ich fand die Weltgenerierung früher. Ich meine, die ist heute auch nicht schlecht mit den ganzen Biomen, das ist schon cool. Aber ich finde halt, die Biome haben so ein bisschen den Nachteil, dass vieles gleich aussieht. Also die Biome ähneln sich sehr, sehr stark. Wenn du mal diese ganzen. Keine Ahnung, wenn du jetzt drei Canyon-Biome gesehen hast, dann weißt du halt, wie Canyon-Biome aussehen. Und dasselbe gilt halt auch für die anderen Biome. Also wenn du schon mal irgendwie drei Wüsten-Biome gesehen hast, dann weißt du auch, wie die aussehen. Und da gibt es halt leider, leider nicht so eine große Streuung. Also die sehen alle recht ähnlich aus. Ich lasse hier gerade mal ein bisschen Gras stehen. Ich finde das eigentlich ganz hübsch. Sondern das sollen jetzt die Weizenkörner sein. Die sind in so einer Tüte praktisch. Ist ja praktisch, dass die in der Tüte sind. So. Was ist jetzt mit den Bienen? Irgendwie ist mir jetzt hier deutlich zu wenig los. Ich hätte eigentlich gehofft, dass hier mehr Bienen rumfliegen.
Weil eine Biene wäre natürlich doof. Wenn wir nur eine Biene hätten, das wäre sehr doof. Naja, gut, wir können ja erstmal weitermachen. Wir können ja mal weitermachen mit unserem anderen Bauprojekt, wo wir dran waren, nämlich dem Bahnhof. Vielleicht kriegen wir das bis Folge 700 auch noch durch. Das wäre doch sehr, sehr schön. Und dort hinten gibt es ja vielleicht nochmal ein Bienennest, an das ich mich gerade nicht mehr erinnern kann. Dann können wir vielleicht einfach noch ein zweites Bienennest rüberholen. Ich weiß nicht, ob man die Bienen auch so transportieren kann. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob man die Bienen auch in ein anderes Bienennest ziehen lassen kann. Das weiß ich gerade gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, bin ich mir unschlüssig. Und jetzt habe ich den Trank nicht verlängert. Naja, den werden wir jetzt erstmal wahrscheinlich eh nicht brauchen. So. Und das mit den Hebeln, das funktioniert auf jeden Fall super, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dass man hier halt nicht die ganze Zeit ausgebremst wird, sondern dass man hier in einer Tour locker flockig durchfahren kann, wenn man es denn möchte. Ansonsten ist es ja auch nicht so schwer, den Hebel noch rechtzeitig umzudrücken, also ne, umzulegen, damit man eben anhalten kann, wenn man es denn will. So, hier haben wir noch Steinzeug drin. Also so sieht das Ganze jetzt hier hinten mal aus. Auch die Bäume sind wieder buschiger. Das ist hier halt schon bei mehreren Texture Packs gesehen. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, haben wir noch was von diesen gemeißelten Steinziegeln? Da haben wir tatsächlich noch einiges sogar. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Also hier würde ich dann schon sagen, dass das hier bis ganz unten gehen soll. Genauso auch hier. So, und den Rest machen wir dann wahrscheinlich aus Stein, oder? Stein haben wir sogar welchen dabei. Oder aus Bruchstein. Ja, wir haben es ja hier auch aus Bruchstein gemacht. Dann müssten wir es natürlich konsequenterweise auch hier aus Bruchstein machen. So, und Fackeln haben wir keine mehr dabei. Ja, das ist natürlich super. Gut, dann können wir das jetzt hier halt nicht ausleuchten. Wir könnten, aber da oben komme ich nicht ran. Na gut, die Helligkeit, die muss dann halt mal einfach reichen. Ich hoffe, dass sie das auch tun wird. So, und dann haben wir das hier zugemacht. Sehr, sehr schön. Die Frage ist, in welche Richtung soll denn dieses Gleisbett führen? Weil das jetzt natürlich zu beiden Seiten zu. Schwierig. So, aber ich finde, das hier sieht auf jeden Fall gut aus mit den Schildern da. Holzschildern hätte ich fast gesagt. So. Okay. Jetzt muss ich wieder überlegen. Man merkt's. Ich habe vergessen, die Musik anzumachen. Merke ich gerade auch. Aber gut, ist halt jetzt so. So, dann würde ich sagen, wir reißen mal hier diese ganze Wand weg. Das wollten wir ja noch machen. Denn dieser Seiteneingang, der soll dann ja gar nicht stattfinden. Weil wofür auch, die Soundkulisse ist sehr interessant mit diesem Resource Pack. So. Aber wirklich sehr interessant. So, okay, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Kram hier reinlegen. Wir haben nämlich schon wieder volle Taschen. So. Also soundtechnisch ist das Resource Pack auch sehr interessant, muss ich sagen. Ups. So, und dann haben wir es nämlich hier so. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Das hier kommt natürlich weg. So. Das hier auch. Hier kommt natürlich dann noch eine richtige Mauer hin. Falls hier eine Mauer hinkommt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber wir reißen es jetzt erstmal weg. Überlegen, können wir uns das ja dann noch hinterher. Also da sind die ganzen Monster. Ups, da sind die ganzen Monster. Ich glaube, die sehen sehr defaultig aus. Dann können wir mal gucken. Komm, wir gehen mal gucken. Wir sagen mal Hallo. Warum denn nicht? Also das Skelett sieht auf jeden Fall sehr defaultig aus. Au. So, aber die Creeper nicht. Autsch. Die Creeper haben eine neue Textur bekommen.
So, und ich frage mich, ob ich es einmal hinbekommen werde in diesem Let's Play, dass ein Skelett einen Creeper erschießt. Au. Weißt du, das Einzige, was das Skelett macht, ist mich treffen. Sehr gut. Na gut. Oh nein! Es ist ärgerlich. Ey, du siehst ja fies aus, ey. Hast du mal ins Spiegel geguckt, ey? Das ist ja der Wahnsinn. So, Kies haben wir jetzt natürlich auch nur einen dabei, weil wir die ja gerade in weiser Voraussicht weggelegt haben. Bruchstein haben wir hier. Ja, hier fehlen jetzt halt Zäune. Was sind das für Zäune? Eichenzaun. Fehlt jetzt halt noch einer. Sand werden. Sand haben wir eh im Inventar. Und einen Kies brauchen wir noch. Den holen wir uns sofort. So, gehen wir schon mal durch den richtigen Eingang hier rein. Kies haben wir dabei. Ist ja gar kein Problem. Ist ja gar kein Thema hier. So. Sand stecke ich gerade noch mal ein. So. Okay. Alter. Okay. Na, dann gehen wir mal ein bisschen Level sammeln. Wenn wir schon hier sind, wenn es schon Nacht ist. Warum denn nicht? Ich meine, das Skelett wollte ja nicht hören. Das wollte ja kein Creeper erschießen für uns. Also, ja, muss es halt auch einfach lernen, dass das Verhalten nicht okay war. Na, also es hätte uns ruhig schon mal ein bisschen helfen dürfen. Und ich habe ja leider den Creeper nicht erwischt. Ich merke gerade, ich habe auf jeden Fall, glaube ich zumindest, den Rückstoßzauber drauf. Ja. Ich habe sogar nichts außer Rückstoß auf dem Schwert. Das ist natürlich toll. Das sieht jetzt hier auch interessant aus, unser Zelt. Sehr, sehr interessant. So, und ansonsten sind keine Monster da, oder wie? Die Monster alle Feierabend? Ah, da vorne sind auch welche. Ach, guck mal, hier fehlen Schienen. Warum das denn? Könnte sein, dass da mal einen ähnlichen Unfall gab wie gerade eben. Ui, das Feuer sieht, naja, interessant aus. Man merkt, dass man eine coole Textur hätte werden sollen, aber daraus ist wohl nichts geworden. So, haben wir jetzt hier irgendwo Reparatur? Ja, auf der Spitzhacke ist Reparatur. Aber auf dem Schwert leider nicht. Was haben wir denn hier für Bilder? Das sieht ja auch höchst interessant aus. Aha. Okay. Kann ich ganz erkennen, was das sein soll? Was hält der denn da hoch? Oder ist da irgendein Tier aufgespießt? Man kann es echt nicht erkennen. Vielleicht auch besser so. Das ist, glaube ich, Jesus beim Abendmahl, oder? Das ist ja sehr, sehr interessant. Auch ein sehr schönes Bild hier. Sehr hübsch, zum Teil. So, aber wir suchen ja eigentlich Monster, die sind zwar nicht so hübsch, aber ertragreicher. Gut, dann würde ich sagen, jetzt, da wir hier gerade keine Monster finden, würde ich sagen, ich mache kurz mal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Zum nächsten Völklein von Minecraft. Mit dem nächsten Pack dann natürlich. Und ja, dann wahrscheinlich auch mit Hintergrundmusik, die ich jetzt leider vergessen habe. Aber mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.